Hallo, willkommen zu einer neuen Folge von Roblox Bed Wars, Leute. Und heute zeige ich euch den Unterschied zwischen dem Krampus Amber Kit Skin und dem Amber Kit. Und werde euch damit sagen, ob es sich lohnt, das Holiday Pack zu kaufen, weil da ja dieser Kit Skin auch drin ist. Ob es sich deswegen mit dass der da drin ist, lohnt dann von dem Preis her, wenn das da drin ist noch mit dem Ding. Und let's go, würde ich erstmal sagen. Also, hier, erstmal vom Aussehen her, das ist Amber in normal, hier diese Dinger. Hier ist so ein Riss und so sieht es an sich aus, hier Hörner und so. Und das ist das Schwert an sich. Ich stelle mich mal kurz hier so hin. Das ist das Schwert an sich. Hier ein Totenkopf, zwei Hörner. Hier so ein paar Knochen. Und das ist der Effekt. Also komplett einmal, also rot, komplett rot. Ja, das ist der Effekt. Und so sieht es aus, wenn man schnell schlägt. Und jetzt würde ich sagen, kommen wir zum Krampus Amber Kit Skin. Let's go! So, Leute. Und jetzt sehen wir den Krampus Amber Kit Skin. Hier erstmal diese zwei Hörner. Hier mit dem Teil. Das sieht schon mal sehr viel cooler aus. Hier so, der Riss ist hier. Und hier eine Glocke. Hier ein paar Glocken. Noch eine Glocke. Also ein paar Glocken. Finde ich, sieht schon mal schön aus. Hier dieses rote, so wie vom Weihnachtsmann. Das ist auch sehr, sehr cool. Hier hinten so ein Schwanz. Hier noch so ein Umhang hinten und das ist die Blade. Hier so ein Adventskranz, eine Glocke, paar. Hier wieder die Knochen, aber hier noch ein paar Lichterketten. Also das ist schon sehr cool. Und wenn wir jetzt hier halten, erstmal der Sound. Also anderer Sound und zack, das ist so grün und rot. Habt ihr es gesehen? Hier so grün und rot. Also das ist wirklich sehr cool, Leute. Ich würde sagen, also das ist schon mal eine Sache, wenn mit dem Kill-Effekt, weil der ist ja drin, von mit diesem Kill-Effekt, dem Win-Effekt, Krampus Amber und Sigrid, lohnt es sich schon, würde ich sagen, dieses Holiday-Pack. Aber Leute, es gibt ja auch noch einen Kid-Skin darin, und zwar den Frost Queen Lila Kit Skin, aber den gucken wir uns beim nächsten Mal an. Deswegen, Leute, würde ich aber erstmal sagen, wenn euch die Folge gefallen hat und ihr mehr von sowas sehen wollt, dann lasst jetzt gern ein Abo und ein Like da. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.